Hallo und herzlich willkommen im Wohnzimmer. Ich bin Danilo, Bens Praktikant. Und heute erzählen wir euch etwas über deren Iltis. So gut schlau heißt der, keine Ahnung, ich guck mal nach. Aha, das heißt auf gut Latein Mustela putorius. Ja, und der Iltis oder auch ein Waldiltis ist ungefähr 1,5 mal so groß wie ein Hermelin. Genau wie dieses und das Mauswiesel hat auch er so einen langen, sehr beweglichen Körper, der ohne deutlichen Hals bis zum Kopf übergeht. Naja, nützt denen auch nicht viel, weil besser schwimmen als ich können sie auch nicht. So, mehr weiß ich nicht und sehe ich auch nicht in meinem schlauen Buch. Der Rest erzählt euch dann der Ben. Ich sag schon mal Tschüss und viel Spaß beim Zuschauen. So, hallo und herzlich willkommen im Wohnzimmer, diesmal auch von mir. Der Praktikant macht jetzt Pause. Und herzlichen Dank an Freundin für Praktikant einsprechen. So, folgendes. Ich habe einen Brief gekriegt, deswegen auch der Iltis, weil ja, das ist quasi eine Geschichte vom Iltis. Ist schon eine Weile her. Ich möchte die Geschichte vom Iltis allerdings euch nicht vorenthalten und da sie jetzt keine persönlichen Informationen zum Wesen des Geschichtenerzählers enthält, denke ich, ich kann die verlesen, ohne da allzu viel falsch zu machen. Dann können wir uns danach ganz intensiv um den Iltis als solchen kümmern. Jetzt ist dunkel. So, hast du das Teil kreuz. Was? Okay. Wir experimentieren noch mit der Beleuchtung. Egal, jedenfalls lege ich mal los. In den 80er Jahren hatte ich einen richtigen Iltis, kein Frettchen. Damals war es noch erlaubt, ein solches Tier als Haustier zu halten. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich keine Ahnung von der Haltung dieser Tiere hatte. Deswegen machte ich Fehler, die aus meiner Sicht verständlich waren. Erstens, du stinkst wie ein Iltis. Ja, das begreift man, wenn man einen hat. Also wollte ich ihn abduschen. Böser Fehler. Machte ich auch nur einmal, dann zeigte er mir, warum er meine Pflanzen ausbuddelte, um die Erde auf dem Boden zu verstreuen. Als ich ihn ins Katzenklo statt Katzenstreu Blumenerde reintat, verschwand auch der etwas aufdringliche Geruch. Zweitens. Wie soll ich wissen, dass ein Iltis nicht nur einen Futternapf braucht, sondern auch eine Höhle, worin er frisst? Bald musste ich lernen, dass ein Iltis aus Gründen seiner Sicherheit im Buschwerk und nicht auf Wegen läuft. Denn das erste Mal ohne Leine und er war in einem solchen verschwunden. Aber er kam alle 10 Meter heraus, um nach mir zu sehen. Bald traf ich einen älteren Herrn, den das verwunderte. Er hatte früher auch Iltisse gehalten. Aber dass jemand mit einem Iltis wie mit einem Hund Gassi geht, habe er noch nie gesehen. So klärte er mich über vieles auf, was ich dann auch befolgte. Nur bei gewissen Dingen, da wollte mein Iltis, dass es beim Alten bleibt. Ich musste auch lernen, dass er Schnüffeln von Hunden an seiner Wenigkeit so mal gar nicht mag. 2 Hunde biss er in die Nase. Der erste, das tat mir leid. Der zweite, da hatte ich den Besitzer gewarnt. Ich bekam vor Gericht zwar recht, aber mir wurde auch klar gesagt, dass ein Iltis kein Haustier sei. Das mag das Gericht so gesehen haben, aber mein Iltis zeigte mir später, dass er dem nicht zustimmt. Meine Fragen beziehen sich auch eher auf das, was mir im Wald zu dieser Zeit passiert ist und was ich nicht verstehe. Das seltsame Verhalten sowohl von meinem Iltis als auch des Fuchses, der gut 1 Kilometer neben uns herlief. Ich bin eigentlich gewohnt, dass Füchse das Weite suchen, auch lief mein Iltis normal nicht in Büschen und nicht neben mir her. Dazu muss ich sagen, dass erst mein Iltis plötzlich neben mir lief und dann kam der Fuchs. Auch andere Tiere verhielten sich zu dieser Zeit anders. Bei manchen hatte ich das Gefühl von Neugier, andere wiederum hielten Abstand und sahen neugierig zu, wenn mein Iltis in meine große Kampftasche der Bundeswehr verschwand, um das zu verzehren, was ich ihm gab. Beim Menschen war er neugierig, aber ach, ist das Kerlchen aber süß. Ich glaube, ich war der Einzige, der mir mit einer
der mit einer Großkampftasche herumlief, wo drauf stand: Vorsicht, bissig. Und viele dachten, dass sie gebissen wurden, aber ich wusste, was das heißt, wenn mein Iltis zubeißt. Ja, das war dann eine richtige blutige Angelegenheit. Ich war mir bewusst, dass man einen Iltis, auch meine nicht, nicht zähmen kann, denn zahm war er auf keinen Fall. Denn er zeigte ganz deutlich, wie wild er ist, wenn ihm was nicht passte. Eine Wohnung zerlegen und verwüsten war dann für ihn kein Problem. Klammer auf, glücklicherweise war es nicht meine Wohnung, Klammer zu. So, meine Frage, warum kam der Fuchs so nah und war es wirklich nur Neugier? Dasselbe passierte auch mal mit einem Reh. Okay, die Kampftasche war sein mobiles Zuhause, dies war meine Schuld, aber dass einige Tiere ihre Scheu verlieren, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, bitte können Sie mir das erklären. Ganz ehrlich muss ich da leider vorneweg sagen, so eine hundertprozentige Idee, warum das jetzt so gewesen ist, weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, bei dem sich viele Tiere nicht so ganz so verhalten, wie das eben in den entsprechenden Büchern steht, die über sie geschrieben werden. Ich habe aber ja ein bisschen was Vermutungstechnisches anzubieten. Aber dachte, da das vielleicht spannender ist und da der Iltis ja ohnehin ein relativ cooles Tier ist, wie ich finde zumindest, machen wir erstmal, wie die üblichen Tiervideos sonst auch, ein komplettes Tiervideo zum Iltis. Und Video heißt, ich erzähle die ganze Zeit was und habe noch ein paar Bilder zum Einblenden. Die Bilder würde ich relativ weit an den Anfang packen. Und ja, wenn die Bilder durch sind, dann darf jeder selber entscheiden, ob er den Bildteil des Videos noch groß zur Kenntnis nehmen muss oder lieber gleich quasi das Ding im Hintergrund laufen lassen und halt primär nur zuhören. Ne? So, der Gag mit dem Praktikant, der war natürlich nur so als kleiner Jux gedacht, der Praktikant. Ne? So, beleuchtungstechnisch, wir experimentieren gerade, aber ist ja auch für dieses Video im Grunde relativ unerheblich, wie die Beleuchtung abläuft. Und dann können wir auch im Grunde entsprechend starten. Also der Iltis ist natürlich ein Marder. Er ist so ein Universalmarder, so ein bisschen. So grob kann man ja, wenn man möchte, Baum- und Steinmarder, also die beiden größeren Marder, der Iltis ist ein Ticken kleiner, dahingehend unterscheiden, dass, wie sie schon heißen, der Steinmarder tendenziell eher am Boden und so ein bisschen auf dem Feld und in steinigen Gegenden unterwegs ist. Nur tendenziell, die Unterschiede sind fließend, aber der Baumarder natürlich primär auf Bäumen lebt oder an Bäumen und auch gerne mal eben entsprechend Vogelnester ausräumt und so weiter und so fort. Der Iltis, der ist ja deswegen so eine Art Universalmarder, weil der sich A, im Wald aufhalten kann. Er kann selbstverständlich auf Bäume klettern, tut er jetzt klassischerweise nicht besonders viel, aber er kann es. Er ist viel auf Feldern unterwegs, er jagt da auch, er ist viel in Gebüschen unterwegs und wir haben ja schon aus unserer Geschichte gehört, dass er sich gerne in Hecken aufgehalten hat. Hecken sind so der typische Lebensraum für einen Iltis, dass er so Offenland, Hecken, Mischlandschaften und halt auch gerne mal, wie gesagt, auch in den Wald, Waldränder, Flussauen, das Wasser selber, der kann auch gut schwimmen. Feuchtbiotope, so, also mit feuchten Anteilen, die ganze Zeit im Wasser unterwegs ist er dann auch nicht, er ist ja kein Otter. Und ja, so ein Mischmasch von verschiedenen Lebensraumtypen. Er ist sehr anpassungsfähig und kommt in so ziemlich jedem Ökosystem, das vielfältig ist. Das ist wichtig, es muss vielfältig sein, kommt er gut zurecht. Ne? So, also quasi ist er ein bisschen größer als der Hermelin und natürlich nochmal deutlich größer als das Mauswiesel. Das Mauswiesel ist ja dahingehend bemerkenswert, wenn man sich jetzt die Marder anguckt, dass es das kleinste Landraubtier der Erde ist. Also soweit zumindest ich informiert bin. Also mindestens das kleinste Landraubtier Europas. Das ist ja nur wenig größer als die Mäuse, die es fängt. Also wirklich ein Mini-Mini-Mini-Marder. Dann kommt der Hermelin, der ist nochmal einen Ticken größer. Belehrt sich aber auch nur von Mäusen aufgrund seiner Größe. Und auf Kaninchen sagt man, spezialisiert ist jetzt nun der Iltis.
Der Iltis ist die Wildform vom Frettchen. Frettchen kennt man, beliebtes Haustier, inzwischen nicht mehr ganz so beliebt und ist deswegen ein Haustier, weil es ursprünglich tatsächlich mal als Jagdtier domestiziert wurde. Die Domestizierung des Iltis liegt wahrscheinlich so irgendwas im Bereich des 3. Jahrhunderts nach Christus. Spätestens da wurden viele Iltisse domestiziert. Es gab wohl auch schon vorher entsprechende Jäger, die mit Iltis gearbeitet haben, aber die Mauren haben eben den domestizierten Iltis, also sprich das Frettchen, mitgebracht über Gibraltar nach Spanien und von da hat er dann auch in Europa entsprechend Verbreitung erfahren, wie viele wissenschaftliche Fortschritte, die eben von den in Anführungszeichen Arabern nach Europa mitgebracht wurden. Da gibt es ja viele Beispiele, dass das so passiert ist und dazu gehört eben auch die Jagd mit dem Iltis, der aufgrund seines Körperbaus als langes, schlankes Tier mit kurzen Beinchen wunderbar dafür geeignet ist, um in irgendwelche Baue von erdlebenden Tieren einzudringen. Also das kann natürlich sowohl der Mausebau sein, na gut, da wäre es ein bisschen zu dick, der liebe Iltis, aber auch eine größere Höhle von Kaninchen, ne? Und auch ähnlichen baubewohnenden Tieren. Gibt es jetzt bei uns in Mitteleuropa eigentlich im Wesentlichen nur das Kaninchen, was er da in diese Verbindung fängt, aber darauf ist er quasi spezialisiert und für den Kaninchenbau, ja, die Kaninchenbaujagd wurde dann eben entsprechend das Frettchen auch genutzt beim Frettieren. Das ist extra eine entsprechende Jagdform, das kann man extra als Zusatzkurs noch zum Jagdschein dazu machen, die Jagd mit Frettchen. Ich meine, wenn man diesen Zusatzkurs nicht hat, dann darf man es glaube ich auch nicht. Bin mir jetzt aber bei dieser Aussage nicht hundertprozentig sicher. Gucke ich nochmal nach. Wenn es nicht stimmt, schreibe ich es euch unten hin. Oder schneid es raus, dann werdet ihr nie erfahren. ja, also die Sache mit dem Frettchen. Das Frettchen ist generell einfach ein bisschen heller von der Färbung her. Daran kann man es ganz gut unterscheiden. Es gibt auch deutliche Unterschiede dann in der genauen Anatomie, insbesondere auch in der Schädelform. Beispielsweise, wie das oft bei domestizierten Tieren der Fall ist, wirklich ganz, ganz oft, ist das Gehirn der domestizierten Form erheblich kleiner als von der Wildform, weil das Leben wild draußen erfordert halt eine viel größere Anpassungsfähigkeit und Schleue, muss man fast schon sagen, als das relativ luxuriöse Leben in geschützter Umgebung, in der Zivilisation. Kann man zum Beispiel auch beim Schwein beobachten. Hausschwein zu Wildschwein, das ist ein ziemlicher Unterschied bei der Gehirngröße. Und ja, man vermutet auch schwer, dass zumindest in diesem Fall, Gehirngröße ist nicht immer gleich Intelligenz, aber zumindest in dem Fall, wenn man sich die zwei so nah verwandte Tiere anguckt und die eine Form hat aus irgendwelchen Gründen ein deutlich kleineres Gehirn, dann ist das schon meistens ein Ausdruck der Reduktion der Anpassungsfähigkeit, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt blöder, aber mehr auf eine bestimmte Lebensart spezialisiert, nämlich die als Haustier und weniger flexibel in der Besiedlung unterschiedlichster Lebensräume, was ja die Spezialität vom Iltis quasi darstellt. Ja. Das erstmal ganz allgemein, was mir spontan eingefallen ist. Der Rest vom Video ist dann etwas strukturierter und kommt später. Und ich schraube noch ein bisschen an der Belichtungseinrichtung. Wir machen weiter. Ich habe an der Beleuchtung etwas gedreht. Ich hoffe, sie ist jetzt etwas weniger dramatisch. Folgendes, nochmal kurz zum generellen Körperbau vom Iltis. Zur Bestimmung habe ich ja die entsprechenden Bilderchen, die ich jetzt hier noch einzublenden gedenke und da werde ich jeweils noch was drunter schreiben, was dann in irgendeiner Form bei der Bestimmung von dem Tier hilfreich sein könnte. Er ist relativ einfach zu erkennen im Vergleich zu anderen Mardern. Er hat einfach halt dieses gesamthelle Gesicht, er hat keinen ausgeprägten Kehlfleck. Und er sieht sehr sympathisch aus, wie ich finde. Wenn man ihn nicht ärgert, dann stinkt er. Insbesondere dann. Aber er stinkt auch sonst gegebenenfalls, weil er gerne sein Revierchen markiert und hat so eine lustige Analdrüse, mit der er eben so ein Stinksekret abgeben kann und gehört tatsächlich zur Untergruppe der Stinkmarder. Ne? Da gehört auch das Stinktier dazu. Auch ein Stinktier ist ein Marder. Ne? So, um das mal gleich vorneweg entsprechend geklärt zu haben. Zumindest manche unter, also da Stinktier, man streitet sich. Beim Stinktier streitet man sich, wozu das jetzt genau gehört, aber
Nach dem, was ich gelernt habe, ist es ein Marder und gehört eben zusammen mit dem Iltis in die Gruppe der Stinkmarder, die allerdings ist, ja, lassen wir das mit der Nomenklatur sein, das ist mal wieder hoch umstritten und schwer zu erklären. Ja? Aber kommen wir erstmal zu den Körpermaßen, das muss ich mir kurz nachlesen. Also weibliche Iltisse, also erstmal wichtig, Iltis hat einen sehr, sehr stark ausgeprägten Sexualdimorphismus hinsichtlich der Körpergröße. Sexualdimorphismus bedeutet ja immer, Weibchen, Männchen sehen deutlich unterschiedlich aus. Hier wirklich hinsichtlich der Körpergröße vor allen Dingen, weil so eine weibliche Iltis-Dame, die wiegt 426 Gramm bis ein Kilo, genau ein Kilo lustigerweise, hat eine Kopfrumpflänge von 33 bis 41 Zentimetern. So, ein Iltis-Herr wiegt 650 bis 200 bis 2 Kilo, also potenziell doppelt so schwer wie die schwersten Weibchen, die man gefunden hat, und ist 34 bis 48 cm lang. Also das ist schon ein relativ erheblicher Unterschied, der da herrscht. Schwanzlänge so zwischen 8 und 20 cm über beide Geschlechter verteilt. Jawohl. Ganz spannend ist übrigens, dass man auch je nach Lebensraum des Iltis einen relativ starken Unterschied in der Körpergröße feststellen kann. Beispielsweise kann man ganz gut vergleichen, weil sie recht nah beieinander liegen, aber die Lebensräume doch schon ziemlich unterschiedlich sind. Die Schweizer Iltis-Population und die süddeutsche Iltis-Population. Und wenn wir uns die süddeutsche angucken, dann stellen wir fest, die sind ungefähr tatsächlich so groß wie das, was jetzt hier gerade angegeben wurde. Iltis geht es in Süddeutschland tendenziell relativ gut. Die Schweizer Population ist deutlich kleiner. Und jetzt können wir Folgendes feststellen, dass bei den Untersuchungen im Kot der Tiere relativ schnell klar wird, dass sich die Schweizer Population sehr, sehr ausführlich und stark von Amphibien ernährt. Grundsätzlich ist der Iltis neben dem Kaninchenjäger auch ein Amphibienjäger, aber die untersuchten süddeutschen Populationen hatten immer auch Zugang zu relativ vielen Wildkanikeln und haben dann auch entsprechend Wildkanikel gejagt. Und scheinbar hat das Vorhandensein von viel Wildkanikel dann doch einen derart positiven Effekt auf die Größe der Iltisse, dass die süddeutschen Populationen etwa 20% schwerer sind als die Schweizer Populationen, ne? Sowohl Weibchen als auch Männchen. Und da kann man dann also schon ganz gut sehen, dass der Lebensraum und die individuelle Ernährungssituation für das Gewicht dieser Tiere doch relativ entscheidend sind. Ja. Dann wollte ich noch zur Domestizierung des Iltis noch ein paar Ergänzungen machen. Da gibt es nämlich eine schöne Geschichte. Im 4. Jahrhundert vor Christus wird das Frettchen von Aristoteles erstmal unter dem Namen Iktis, nicht Iltis, Ik mit C, I-C, Tis, entsprechend erwähnt. Ne? Also auch Aristoteles war schon ein großer Fan vom Iltis, beziehungsweise eben entsprechend Frettchen. Und die Tatsache, dass man dann wusste, dass es dieses Tier gibt, wurde dann von also aufgeschrieben hat das mal wieder der gute Pilinius, den kennen wir schon aus anderen Videos. Und zwar hat er aufgeschrieben, dass das Frettchen zur Bekämpfung der Kaninchenplage auf den Inseln der Balearen eingesetzt wurde. Und zwar hat Kaiser Augustus persönlich verfügt, dass das Frettchen dadurch bitte entsprechend ausgewildert werden soll, um eben die fiesen Kanikel da entsprechend loszuwerden. Ob es funktioniert hat, wissen wir nicht so genau. Tatsache ist jedenfalls, dass da wohl heute noch Iltisse auf den Balearen vorkommen und da vielleicht auch nicht hingekommen wären, wenn man sie nicht damals dort ausgewildert hätte. Übrigens wäre noch hinzuzufügen, Iltis und Frettchen sind immer noch so sehr miteinander verwandt, dass sie zusammen, wenn sie im Freiland vorkommen, sich verpaaren und fruchtbare Nachkommen haben können. Die Nachkommen sehen dann so ein bisschen in Feldzeichnung und auch Temperament aus wie der Iltis und benehmen sich auch wie der Iltis. Man kann allerdings schön am Skelett erkennen, dass da auf jeden Fall noch viel Frettchen mit reingekreuzt ist. Und sie haben auch wieder den entsprechenden Frettchenschädel, der ist noch eine Ecke kleiner als der vom Iltis und auch das entsprechend kleinere Gehirn.
Spannend wäre jetzt natürlich, ob sich das kleinere Frettchengehirn auf ein Halbfrettchen, das halb Iltis, halb Frettchen ist, negativ auswirkt. Und wenn man jetzt mal angucken würde, was die dann für eine individuelle Lebenserwartung im Vergleich zum normalen Iltis haben, wäre das eigentlich aus meiner Sicht eine wahnsinnig spannende Untersuchung. Allerdings nur aus meiner Sicht, Geld wird da bestimmt keine Institution für ausgeben, dass sowas mal untersucht wird. Schade, schade, schade. So, und dann kommen wir auch schon zur Verbreitung. Der heutige Iltis, so wie wir ihn kennen, der ist wohl 600.000 bis 700.000 Jahre alt. Das ist ganz ordentlich, aber auch eigentlich jetzt nicht besonders viel. Heißt, er ist so irgendwo plupp aus der Evolution hervorgegangen im Eiszeitalter, also im Pleistozän. Und hat sich dann wohl auch, wie alles andere auch, mit den jeweiligen Vergletscherungs- und Entgletscherungsphasen zum Eis hinbewegt, wenn es zurückging, und vom Eis zurückgezogen, wenn sie es ausgebreitet hat. Also das hat ja nahezu jede andere Lebensform auch getan. Das ist also jetzt nichts Besonderes, was man irgendwie hervorheben müsste. Den ältesten entsprechenden Knochenfund, das hat man im Moosbach bei Wiesbaden gemacht und der stammt eben entsprechend aus dieser Zeit. Wir wissen also nicht, ob es noch ältere Iltisse gibt, sind keine Knochen dazu entsprechend vorhanden. Was man dann außerdem noch aus den Knochenfunden, also den anderen, nicht nur dem ältesten, entsprechend wissen, ist, dass man überall in Europa, und zwar wirklich überall in Europa, ne, inklusive der Inseln, entsprechende Funde von Iltis gemacht hat. Der ist also sehr, sehr weit verbreitet und kommt quasi eigentlich überall vor, wo er halt jetzt gerade nicht eben entsprechend bedroht ist oder durch Bejagung entsprechend ausgerottet wurde. Bei uns in Deutschland kann man auch von einem flächendeckenden Iltis, einer Iltis-Population ausgehen. Natürlich mit Ausnahme von jetzt den sehr hohen Gebirgslagen, da mag er nicht mehr hoch. Vermutlich, weil da die Amphibienpopulation so gering ist. Das kann man auch bei den Alpen beobachten. Der Iltis hört auf, höher zu steigen, wenn er keine Frösche, Lurche und Ähnliches mehr finden kann, die doch einen erheblichen Anteil seiner Nahrung ausmachen. Zwar ist er bekannt als Kaninchenjäger und das Frettchen wird ja auch als Kaninchenjäger genutzt und das Vorhandensein von Kaninchen hat, wie wir schon bereits beim Beispiel mit Schweiz und Süddeutschland mitgekriegt haben, hat das Vorhandensein von Kaninchen auch sehr wohl einen großen Einfluss auf seine Körpermasse, ne, und seine Entwicklungsfähigkeit, aber prozentual jagt er doch am meisten entsprechende kleine Amphibien und Mäuse, selbstverständlich. Also jedes Tier dieser Körpergröße wird sich maßgeblich von Mäusen ernähren, also jedes Raubtier dieser Körpergröße. Es ist nichts Besonderes und nicht weiter überraschend. Aber nochmal kurz zur Verbreitung. Da, wo der Lebensraum passt, da wird auch ein Iltis vorkommen. Wir haben jetzt beispielsweise auf der Schwäbischen Alb hat er zum Beispiel Probleme, weil die Schwäbische Alb großflächig doch recht landwirtschaftlich genutzt wird und es fehlt ihm da, vermutet man, entsprechend an Rückzugsräumen. Also wenn wir uns jetzt Baden-Württemberg angucken, ich habe nur genaue Zahlen zu Baden-Württemberg. Im oberen nördlichen Schwarzwald will er auch nicht hin, weil da gibt es bloß Wald. Das sind die größten geschlossenen Waldgebiete Baden-Württembergs. Das ist nicht strukturreich genug. Hingegen im Mittel- und Südschwarzwald, wo sich ja auch Almflächen und Wälder gerne mal ein bisschen abwechseln, da wiederum ist er sehr, sehr gerne unterwegs, geht aber auch nicht auf die höheren Berge, eben wieder wegen den fehlenden Amphibien. Generell bevorzugt er Lebensräume, die ein bisschen feuchter sind, auch eben wegen der Amphibien, die sich dann da wohlfühlen. Und er zieht quasi eigentlich sehr charakteristisch für die Tierart immer dahin, wo sich seine persönliche bevorzugte Beute jeweils aufhält. Kein Mensch weiß, wie viel Iltisse in welchem Lebensraum leben. Es hat mal ein paar Versuche gegeben, Iltis zu zählen, allerdings keinen einzigen aus Deutschland. Man hat mal im Elsass das versucht, also sprich in Frankreich, und kam auf Zahlen zwischen 0,2 bis 12,7 Individuen. Und in der Schweiz hat man das gleiche auch nochmal gemacht und kam auf 1,1 bis 7 Iltisse. Je nachdem, wo man halt eben entsprechend geguckt hat. Es ist also wirklich ganz stark vom individuellen Lebensraum abhängig, wie gut sich so ein Iltis entsprechend entwickeln kann und wie groß die entsprechenden Populationsgrößen da sind. Achso, und die Zahlen sind jeweils für 10 Quadratkilometer angegeben. Ne? Man hat mal versucht, zur Iltisdichte Aussagen machen zu können über die Jagdstrecke. Das ist aber völlig unterrepräsentiert, weil Iltis zwar bejagt werden darf, ist jagbares Wild, ist auch meines Wissens nicht allzu sehr geschont,
Ja, doch, es gibt eine Schonzeit, ich glaube, die ist mehr oder weniger im Frühjahr, aber darf auf jeden Fall bejagt werden, auch in jedem Bundesland. Macht man allerdings heutzutage kaum noch, nimmt immer weiter ab und auch so Anfang der 70er bis hin rein in die 80er konnte man einen deutlichen Rückgang in der Iltisbejagung feststellen und spätestens seit sich kein Mensch mehr für Pelzmoden interessiert, was ja grundsätzlich nicht ganz falsch ist. Kurzer Exkurs zum Pelz. Das Problem mit der Pelzgeschichte ist, wenn man Pelze von irgendwelchen extra zur Pelzerziehung gehaltenen Tieren trägt oder entsprechende Pelze irgendwelcher seltenen Tierarten, die dann besonders edel sein sollen und so weiter und so fort, trägt, gegen zusätzliche Pelznutzung von Tieren, die zusätzlich auch fleischmäßig genutzt werden können, spricht meiner Meinung nach nichts. Also mit einem Wildschweinfell rumrennen, warum nicht? Ja? Aber komischerweise gibt es dazu kein Interesse aus der Modeindustrie, dass man mit einem Wildschweinfell rumrennt, macht man nicht. Oder mit einem Hirschfell, Rehfell, das kann man alles theoretisch auch verwerten. Es ist halt nicht besonders warm und bringt jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Leider ist das Winterfell vom Hirsch nämlich nicht verwendbar. Das wäre im Grunde schon recht warm, aber eignet sich meines Wissens nicht für die Pelzherstellung. Fuchs ist halt auch wahnsinnig umstritten, ob man Fuchs nun bejagen soll. Ja, nein, vielleicht. In manchen Fällen sicherlich schon mal ganz sinnvoll, aber die sind selten. Ne? Aber wenn, dann, warum dann nicht den entsprechenden Winterbalg, das Sommerfell kann man nicht gebrauchen, aber den Winterbalg vom Fuchs weiterhin zur Pelzklamottenherstellung nutzen, wäre ja eigentlich sinnvoller, als dass man den Fuchs einfach so wegschießt. Ne? Aber gut, so viel zum Exkurs, Thema Pelz. Ja, Iltis wird bejagt. Sollte man Iltis bejagen? Meiner Meinung nach nicht, aber dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Jedenfalls aus den Jagdstrecken, die wirklich super, super gering sind, da kommt man auf einen Iltis pro 10 Kilometer, 10 Quadratkilometer, irgendwie sowas pro Jahr. Das ist wirklich nicht viel. Andererseits, das auch schon meiner Meinung nach zu viel. Und das sind alte Streckenergebnisse. Neuere liegen mir nicht vor. Die sind jetzt ungefähr 15 Jahre alt, die ich da entsprechend habe. Wird wirklich nicht mehr viel sein. Also das ist eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Ja, dann vielleicht nochmal konkret zum Lebensraum vom Iltis. Im Grunde, wenn man sich den idealen Iltis-Lebensraum vorstellen möchte, gedanklich, dann bräuchte man etwa 20% Wald, 20% Wiese, 20% Feuchtlandschaft und dazwischen ca. 20% Gräben, Büsche, Steinhäufchen, sonstige solche Strukturen. Ne? Auch mal ein kleiner Teich, ein kleiner Tümpel, sowas. Und naja, 20% Ackerland ist heutzutage halt einfach realistisch, dass das noch mit drin ist. Das würde er zwar nicht brauchen, aber es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn er lernt, sich daran entsprechend anzupassen und ein bisschen was in seinem Lebensraum drin hat. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal spaßhalber mit reinnehmen. Ansonsten kann man das Ackerland weglassen und die anderen Anteile jeweils zu 25% mit einbauen. Dann hat man so einen abwechslungsreichen Iltis-Lebensraum. Wichtig ist da allerdings noch bei, dass der Iltis durchaus sehr unterschiedlich, je nach Jahreszeit, verschiedene Gebiete seines Streifgebiets aufsucht. Soll heißen, im Sommer ist er meistens wirklich draußen unterwegs, da wo es halt Futter gibt und mampft und holt sich da, was er so braucht und so weiter. Und im Winter, wenn er kann, zieht er sich gerne zurück in irgendwelche Höhlen und reduziert seine Aktivitätszeit sehr drastisch. Der ist normalerweise nachtaktiv, also er ist gerne mal von der Abenddämmerung bis eben entsprechend in die Morgendämmerung unterwegs und das mehr oder weniger durchgehend, sucht sehr intensiv die Umgebung nach Fressbaren ab. Sehr intensiv heißt, er kann sehr gut riechen, kommen wir noch dazu, und er schnüffelt dann wirklich irgendwelche Fährten von irgendwelchen Kleintieren, die er sucht, mit der Nase am Boden entlang schleichend, schnüffelt er da entlang, hüpft dann zwischendrin mal wieder ein Stück und schnüffelt da entsprechend wieder weiter und dann hat er wieder was gefunden. Also sehr kleinräumig sucht er wirklich die Umgebung intensivst nach Futterbaren ab. Das kann also durchaus sein, dass er sich mal mit Geschwindigkeiten von etwa 10 Meter pro Minute zurücklegt. Oder nur mal 5 Meter pro Minute, weil er wirklich ständig am hier schnüffeln und am da gucken und so weiter und so fort ist. Was offensichtlich sehr effizient ist, weil so lebt er halt eben entsprechend nun mal.
Im Winter wiederum ist er nur noch deutlich weniger unterwegs. Seine Aktivitätszeit reduziert sich auf etwa 20% von dem, was er im Sommer macht. Und wenn er hat, dann lebt er entsprechend von Aas oder auch von paralysierten Amphibien, kommen wir auch noch dazu, die er entsprechend in irgendeinen Kaninchenbau, den er leergeräumt hat, in den er jetzt bewohnt, gelagert hat. Nur bei ganz, ganz, ganz kalten Temperaturen ist es auch möglich, das Viech ist unglaublich anpassungsfähig, dass er auch einen Winterstab in Form einer Winterstarre entsprechend hält, wo er seine sämtlichen Körperfunktionen auf ein Minimum runterfährt. Das ist aber, wie gesagt, erst so ab minus 25 Grad irgendwie feststellbar. Damit ergibt sich auch das enorm große Verbreitungsspektrum auch bis relativ weit in den Norden hinein von unserem Iltis, da er halt damit auch wirklich sehr kalte Winter potenziell überstehen kann. Potenziell. Aber auch da braucht er ähnliche Lebensraumvielfalt wie sonst überall sonst auch. Ja. Ja. Oh, und wichtig, den Winter kann er auch, wenn er was findet, verbringt er den Winter auch sehr gerne in irgendwelchen Schuppen, Häusern, auf Dachböden, Waldhütten oder sonstigen menschlichen Strukturen. Ne? Also wenn er kann und wenn er da irgendwie reinkommt, dann macht er das sehr gerne, legt auch da dann hin und wieder mal gerne Futterdepots an. Das ist dann nicht so schön, wenn der Besitzer des Hauses gegebenenfalls, aber andererseits, wer hat schon ein Iltis unterm Dach? Das ist doch mal cool. Und anders als ein Marder mampft ein Iltis nicht unbedingt, höchstens in seltenen Ausnahmefällen, einem die Isolation vom Haus weg und baut sich daraus was weiß ich was, sondern der hockt da einfach bloß und wartet halt, bis es wieder Frühling wird und geht dann wieder. Also meistens zumindest. Okay, jetzt ist wieder dunkel. Lichttechnisch können wir uns nicht so ganz einigen auf die korrekte Beleuchtung. Ist ja wurscht, wichtig ist ja, was ich erzähle. Nicht so sehr, ob ihr mich so, ach, so toll sehen könnt oder nicht. Ne? Wir können schon anmachen. Nein, machen wir nicht. Du bist mal wieder im Fenster zu sehen, Schatz. Hallo. Gut, folgendes zur Lebensweise. Habe ich im Wesentlichen ja auch schon beschrieben. Er ist halt dann eben entsprechend nachts unterwegs und schnüffelt sich und springt sich durch die Landschaft und eben sehr intensiv sein Revier absuchend. Was ich aber leider vergessen habe zu erwähnen, war die jeweiligen Aktivitätsphasen, die Ausflüge des Iltis, die betragen jeweils so 5 Stunden maximal. Hängt von der Temperatur ab, wenn es kalt ist, kürzer, wenn es warm ist, bis zu 5 Stunden eben. Also man hat zumindest in Deutschland noch nichts beobachtet, was länger als 5 Stunden ist. Ich könnte mir aber trotzdem denken, dass das hin und wieder vielleicht mal vorkommt unter ganz optimalen Bedingungen. Und dann macht er wieder ein bisschen Päuschen und dann ist er halt nochmal entsprechend unterwegs. Tendenziell ist ja genug Zeit in der ganzen Nacht. Was man übrigens auch noch festgestellt hat zu der nächtlichen Aktivität, das gilt nicht für interessanterweise weibliche Iltisse, die trächtig sind. Die sind aus irgendwelchen Gründen, aber ist statistisch relativ abgesichert, nicht so sehr nachts unterwegs, sondern dann tagsüber anzutreffen. Auch Jungtiere sind eher noch tagaktiv und trauen sich nachts noch nicht so sehr raus. Zur Fortbewegung muss man dann noch ein bisschen sagen, es ist ja schon ein langes Tier mit sehr kurzen Beinen vergleichsweise. Das erfordert schon ein bisschen Kreativität in der Fortbewegung, weil mit Rennen würde man mit den kurzen Beinchen nicht weit kommen. Deswegen ist quasi die Anpassung an klein genug bzw. niedrig genug, um gut in den Kaninchenbau zu passen, weil man vermutet schwer, dass das durchaus Absicht ist. Das Tier ist ideal gebaut, um Kaninchen zu jagen quasi. Ist halt die andere Anpassung, dass er dann trotzdem noch schnell unterwegs sein kann, dieser lange Rücken, woraus sich aus diesem langen Rücken mit der recht starken Wirbelsäule eben diese lustigen Sprünge, wo er mehr oder weniger den Rücken ziehharmonikaartig auseinanderdrückt, um damit dann noch zusätzlichen Schub zu erzeugen, ergeben. Eigentlich sollte man mit so kurzen Beinen nicht weit springen können, der Iltis kann es aber trotzdem, der kommt so etwa 60, 70 cm weit mit einem Hops. Und das ist für die Gesamtgröße von dem Tier ja schon relativ beachtlich. Und dann macht er halt viele Hopser und dann ist er auch recht flott unterwegs. Ein Jäger im Sinne von schnell der Beute hinterherrennen und sie fangen, das kann er aber nicht. Dafür ist er dann tatsächlich zu lahm, schlicht und ergreifend. Er schleicht sich halt so ein bisschen an und überrascht die Beute oder holt sich halt die Beutetiere da, wo sie gar nicht flüchten können, wie eben in ihrem Bau. Oder halt eben nimmt er Sachen, die sowieso langsamer sind als er. Und da sind wir dann wieder bei den Amphibien, die er auch sehr gerne entsprechend verzehrt.
Und wichtig wäre noch zu sagen, er kann hervorragend klettern und hervorragend schwimmen. Beides überhaupt kein Problem für ihn. Tut er aber nicht so sehr zum Nahrungserwerb. Er ist eher ein Bodenjäger. Apropos Bodenjäger, man kann beim Iltis quasi zwei verschiedene Lebensformen, zwei verschiedene Verhaltensweisen, je nachdem, wo der wohnt, beobachten. Es gibt den Sammler und den Bodenjäger. Ne? Der Bodenjäger ist halt der, der aktiv Jagd auf andere Tiere macht, der sein Hauptspektrum seiner Nahrung dadurch erwirbt. Und der Sammler, der nimmt erstens mal, was er an Aas finden kann, was halt so irgendwie anderweitig verreckt ist. Und zweitens nimmt er dann halt auch noch Dinge, die nicht wegrennen können, die er also quasi gar nicht jagen, sondern eher aufsammeln muss, wie eben Amphibien. Zusätzlich muss man noch sagen, dass ein Iltis nicht zwingend sich nur und ausschließlich karnivor ernährt. Es kann auch durchaus mal sein, dass er hin und wieder gerne mal sich eine Frucht holt. Der isst Äpfel, Kirschen, Birnen, alles was so vom Obstbaum fällt. Nicht so sehr dann allerdings irgendwelche Nüsse und so ein Zeug. Aber das ist recht typisch für die meisten Marder. Die holen sich, wenn sie mal die Gelegenheit haben und ihnen gerade der Sinn danach steht, schon gerne auch mal ein bisschen pflanzliche Nahrung. Ja, und eben diese Anpassung als Bodenjäger oder Sammler hängt vor allen Dingen vom Nagetiervorkommen ab. Gibt es viel Nagetier, insbesondere auch eben wieder die besagten Kaninchen, dann eher Bodenjäger, gibt es davon eher wenig, dann eher der Sammlertypus. Und da wir sowieso gerade bei der Lebensweise und dem Verhalten sind, der Sammlertypus legt dann umso mehr entsprechende Vorräte in dem Bau vom Iltis an über den Sommer und deponiert da halt eben entsprechend Aas. Besonderer Trick der Vorratshaltung, weil Aas ist ja nicht besonders lange haltbar. Irgendwann verdirbt das auch für den Iltismagen, dann kann der es auch nicht mehr fressen und er will damit ja auch Vorräte für den Winter anlegen unter anderem. Gibt es einen besonderen Trick, den er da hat, dass er nämlich, und das ist leider etwas grausam für die menschliche Denkweise, aber für den Iltis halt super effizient und an sich eine tolle Anpassung an eben das Leben in der Wildnis, wo er halt unterwegs ist. Er kann insbesondere Amphibien, überwältigt er gerne dadurch, dass er ihnen im Halsbereich die Wirbelsäule etwas anbeißt. Heißt, die sind dann quasi, anders ausgedrückt, Querschnitt gelähmt und können nichts mehr machen. Und in den Zustand schleift er sie in seine Höhle und lässt sie da halt so lange verhungern, beziehungsweise verdursten, das ist relativ feucht, das dauert, die können relativ viel Feuchtigkeit über die Haut aufnehmen, solche Amphibien. Und dann sind sie noch eine ganze Weile lang länger frisch, als wenn er sie einfach totbeißen und dahin legen würde. Das muss er zwangsweise mit Nagetieren machen, da funktioniert das nicht. Die sind, warum das genau nicht funktioniert, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich würden die auch relativ schnell verrecken, nachdem er sie da verrecken ist in diesem Fall ja leider ein zutreffendes Wort, nachdem man sie auf diese Weise eingelagert hat. Eine Amphibie übersteht das relativ lange. Hängt auch mit dem jeweiligen Stoffwechsel der Tiere zusammen. Eine Maus hat ja eine unglaublich schnelle Stoffwechselrate. Wenn die ein paar Tage nichts futtert, dann ist die verhungert. Also ein paar Tage. Das kann schon in ein paar Stunden kritisch werden, dass sie dann schon sehr schnell wieder entsprechend Nahrung benötigt. Die haben ja teilweise einen Puls von bis zu 250 und solche Späße. Das braucht unglaublich viel Energie, wenn man ein kleines Nagetier sein möchte. Der Iltis als kleines Säugetier hat im Übrigen das gleiche Problem. Bei Säugetieren gilt ja, je kleiner die sind, desto mehr Arbeit muss ihr vergleichsweise kleines Herz verrichten, um eben die Säugetierphysiologie am Laufen zu halten. Und das heißt, so ein Iltis wird auch einen Puls von 120 pro Minute im Ruhezustand sicherlich haben. Das heißt, der ist auch auf regelmäßigen Nahrungskonsum entsprechend ausgelegt und deswegen die Vorratshaltung sicherlich keine schlechte Idee. Aber nochmal möchte ich betonen, das hängt davon ab, wo er jeweils individuell wohnt. Es gibt auch wohl Iltis-Populationen, die kaum Vorräte anlegen und dann halt im Winter, in der kurzen Zeit, in der sie im Winter rauskommen, jagen gehen und sich ein, zwei Mäuse schnappen und dann halt wieder in den Tiefschlaf verfallen, um Energie zu sparen. Generell wäre vielleicht noch zu erwähnen, wie erlegt er seine Opfer. Erstmal eben bei den ganz kleinen Tieren, also wie Mäuse und entsprechend Kröten, Frösche, so ein Zeug, Salamander potenziell, Molche, all sowas, durch Knickbiss, also Wirbelsäule durchbeißen. Und größere Tiere, die er dann im Bau eben entsprechend erlegt, wie Kaninchen. Im Grunde ist so ein Kaninchen schon ziemlich groß für so einen kleinen Iltis.
Also so gesehen ist das eine ziemliche Leistung, dass er sich an die rantraut. Die kann er nicht mit einem Biss töten oder oft zumindest nicht. Den muss er dann, oh, das ist jetzt auch wieder grausam, das möchte ich einfach fast nicht erzählen, dass der Iltis hier nicht unsympathisch rüberkommt. Aber den muss er mehrfach in die Kehle beißen, bis sie dann halt mal dann irgendwann tot sind. Das kann also wirklich eine Weile dauern. Und da wir gerade bei grausigen Dingen sind, das, was er am liebsten frisst, insbesondere bei größeren Beutetieren, ist erstmal das Gehirn. Der knackt dann den Schädel und ja, macht sich dann darüber entsprechend her. Der Iltis ist ein Zombie. Oh, 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 oh. Wenn der Iltis bei seinen Streifzügen mal Pause machen möchte, dann sucht er sich entsprechend Verstecke. Er hat da auch schon standardisierte Verstecke und nutzt die dann gerne mehrfach. Mit Verstecken ist jetzt eben, wie gesagt, ein leerer Kaninchenbau drunter zu verstehen oder auch irgendeine schöne Mulde am Boden oder vielleicht irgendein niedrig hängendes Vogelnest oder was er halt findet. Auch da ist er wieder sehr anpassungsfähig. Wichtig zu erwähnen wäre noch, er kann sehr gut graben. Er hat dafür an den Vorderpfoten, oh, überhaupt interessant, er hat 5 Finger an allen 4 Extremitäten. Nur halt eben kein Paralleldaumen, mit dem man dieses hier machen kann. Das ist ja die wesentliche Eigenschaft vom Primatendaumen, dass wir richtig greifen können, dass wir im Grunde Präzisionswerkzeughände haben. Das hat der Iltis nicht. Der hat so 5 Finger und mit relativ weit gekrümmten Krallen an den Vorderbeinen, mit nur leicht gekrümmten Beinen an den Hinterbeinen. Die Hinterbeine sind also reine Laufbeine. Die Vorderbeine haben mit diesen stärker gekrümmten Krallen, die sind nicht besonders scharf, die sind nicht zum Festhalten der Beute, sondern zum Graben. Ne? Also er kann sich seine Baue entsprechend auch selber buddeln, wenn er das dann tut. Dann sind es allerdings meistens relativ einfache Baue, die einfach nur aus einer Röhre und einer Kammer bestehen und fertig. Also auf keinen Fall so ein komplexes System, wie es primär baubuddelnde Tiere wie ein Dachs beispielsweise anlegen. Das klappt nicht beim lieben Iltis, aber in dem Regelfall übernimmt er wirklich Kaninchenbau. Warum auch nicht, nachdem er die Insassen ja schon verspeist hat. Übrigens weitere Tiere auf seinem Speiseplan, die ich noch nicht erwähnt habe. Mari nachher, vergesst es wieder, kommen wir zu den Sinnen und der Kommunikation unter den Iltissen. Letztere fällt gering aus, die sind nämlich Einzelgänger und kommunizieren mit Artgenossen durch so eine Art knurrenden Belllaut. Und das ist die negative Form der Kommunikation, die positive Kommunikationsform, also zwischen Jungtier und Mutter oder auch zum Zwecke der Paarung ist so ein Fiepen, so ein irgendwie sowas. Schwer nachzumachen und lassen das, glaube ich, dabei beruhen. Ne? Und Sinne, der Iltis ist ein universelles Fünf-Sinne-Tier, kann alles. Gut, inwiefern er schmecken kann, weiß ich nicht. Bei dem, was er so futtert, wäre es mir, glaube ich, also wenn ich er wäre, wäre es mir lieber, wenn ich nicht schmecken könnte. Aber würde er wahrscheinlich doch auch können. Jedenfalls riecht er hervorragend und sucht seine Beute ja auch gerne, dass er richtig einer Duftspur am Boden folgt, wie also quasi ein Hund, der irgendwie, ein Spürhund, ne? Ein Hund, der zu diesem Zwecke entsprechend erzogen wird. Das kann der Iltis von Natur aus, dieses Verhalten. Außerdem sieht er hervorragend, wirklich ganz hervorragend, ist also definitiv ein optisches Tier. Er kann Farben sehen genauso gut wie wir, also hat quasi den gleichen. Und er hat als Raubtier ja auch die beiden parallel, so liegenden, nebeneinander liegenden Augen, dass er Dinge auch fixieren kann. Man kann also fast davon ausgehen, dass die Optik vom Iltis, abgesehen davon, dass er besser im Dunkeln sieht, als wir, sonst unserer sehr stark gleicht. Kann man sich also gut vorstellen, wie ein Iltis die Welt wohl sehen wird. Außerdem hört er noch hervorragend, hat wieder diese berühmten einzeldrehbaren Radarohren. Mit dem einen Ohr kann er in die andere Richtung rauschen, mit dem anderen Ohr in die nächste Richtung. Der kriegt einfach alles mit. Ne? Riechen, sehen, hören, alles tipptopp, fühlen sowieso. Hat außerdem noch so Schnurrhaare, mit denen er im Dunkeln irgendwie seine Umgebung etwas ertasten kann. Das Tier ist da diesbezüglich also wirklich perfekt ausgestattet. Da gibt's gar nichts. Die Chefin sagt, ich darf noch einen Abschnitt erzählen, bevor es Essen gibt. Also machen wir das. Passenderweise Thema Ernährung. Es gibt 2 große Studien, wo man im großen Umfang den Mageninhalt von Iltissen untersucht hat. Man hat dabei 43, das ist schon bemerkenswert, verschiedene Tierarten und 8 Pflanzenarten nachgewiesen.
Und zwar bei den beiden Untersuchungen, also bei der einen war es vor allen Dingen Grasfrosch, Erdkröte, Langschwanzmäuse, zum Beispiel sowas wie die Hausmaus. Eine Ratte wäre auch weiterer Verwandter irgendwie, ne? Hat auch einen langen Schwanz zumindest, ist aber keine Maus, sondern eine Ratte. Ja, jedenfalls Langschwanzmäuse, Mühlmäuse, Spitzmäuse, dann diverses Aas und Eier. Wenn er Eier kriegen kann, nimmt er definitiv auch Eier. Andere Untersuchung, die war glaube ich in der Schweiz, ja, da hat man gefunden, da hat man sogar noch prozentual aufgelistet, Erdkröten 39%, Wanderratten 3%, Frösche, verschiedene, 25%, Kaninchen und Hasen 7%, allerdings Stück, ne? Stücke von Kaninchen und Hasen in den jeweiligen Mageninhalten, das heißt nicht, dass 7% der getöteten Tiere Kaninchen und Hasen sind, das ist wahrscheinlich trotzdem immer noch eine recht seltene Beute, aber wenn er mal einen Kanickel hat, da hat er eine Weile was zu futtern. Wühlmäuse 9%, Pflanzen und Früchte immerhin 5%, Langschwanzmäuse 9% und 3% Hühner. Das wird jetzt den gepflegten Hühnerbesitzer natürlich nicht so sehr freuen, dass die da auch ganz gerne mal im Hühnerstall vorbeischauen, sofern sie dann reinkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Iltis einen großen Gockelhahn irgendwie kaputt bekommt. Ja gut, wenn er schläft. Ja, korrekte Anmerkung aus der Küche. Wenn er schläft, dann geht das, ja. Ohnehin, das muss man immer bei allen Wildtieren im Hinterkopf behalten. Jedes Wildtier muss hin und wieder mal schlafen. Und die haben sich, das ist ein relativ weit verbreitetes Spektrum, wer nicht im Bau wohnt, der hat sich da angewöhnt, nur super kurz zu schlafen. Beispielsweise ein Reh schläft am Tag 20 Minuten. Ne? Nur mal so als kleine Zahl in den Raum geschmissen. Und die andere Zeit ist es am Dösen, aber bekommt seine Umgebung mit. Man kann sich an ein dösendes Reh quasi nicht anschleichen, es sei denn, man ist vielleicht ein Luchs oder eine Wildkatze. Eine Wildkatze hat kein Interesse dran, der Luchs, der könnte es und tut es auch. Aber alle anderen können das nicht und das ist schon nochmal wichtig. Aber innerhalb dieser 20 Minuten, wo dann sowas mal schläft, da kann es quasi jeder kaputt beißen. Da könnte man sich sogar als Mensch anschleichen und es auf den Arm nehmen. Da kriegt es nichts mit, bis es halt wirklich bewegt wird. Dann beim auf den Arm nehmen würde es aufwachen. Gut, dann wie er seine Nahrung erlegt, habe ich schon erzählt. Regional und saisonal sehr unterschiedlich ist die Nahrung. Zum Beispiel im Winter wird schwierig mit den sich versteckenden Kröten und so weiter. Die sind dann alle relativ weit schwer aufzutreiben. Da kommt er dann nicht so sehr dran. Und im Winter ansonsten wirklich die entsprechend angelegten Vorräte in Form von Aas. Auch die pflanzliche Nahrung wird vor allen Dingen im Winter verzehrt. Also sprich im Herbst, wenn Äpfel und so ein Zeug vorhanden sind, Früchte, dann werden die auch gesammelt, auch gerne im Bau eingelagert und dann eben entsprechend verzehrt, wenn Winter ist. Ne? Also neben Aas sind das die Hauptbestandteile der Winterernährung. Ansonsten das Jahr über futtert er sonst relativ wenig pflanzliche Nahrung. Spannend ist noch, dass obwohl die großen Unterschiede hinsichtlich der Körpergröße zwischen weiblichen und männlichen Iltissen stattfinden, essen beide exakt genau das gleiche Nahrungszusammensetzungsspektrum. Der Unterschied ist nur der, dass das Männchen sich ein größeres Kanickel dran traut und das Weibchen sich eher nur an die kleinen Kanickel dran traut. Aber es gab wirklich kaum statistisch nachweisbare Unterschiede zwischen männlichen Mageninhalten und weiblichen Mageninhalten. Die Brockengröße sozusagen, die ist halt der wesentliche Unterschied. Erstaunlich wenig untersucht ist die Fortpflanzung bei den Iltissen. Da gibt es gar nicht mal so wirklich brauchbare Quellen, die das irgendwie halbwegs ausführlich dokumentieren würden. Was wir wissen ist auf jeden Fall, dass irgendwie zwischen Februar und August plus minus ein bisschen die Ranzzeit der Iltisse stattfindet. So. Und sowohl Männchen als auch Weibchen sind nur in der Zeit wirklich territorial. Ansonsten interessiert es nicht, ob andere Iltisse in ihrem Streifgebiet herumlaufen. Aber da wird dann halt eben entsprechend verteidigt. Und wo sich Männlein-Weiblein-Streifgebiete, beziehungsweise eigentlich müsste man ja, während sie verteidigt werden, Reviere sagen. Das ist doch der wesentliche Unterschied. Streifgebiet wird nicht großartig verteidigt, Revier schon. Da sind Grenzüberschreitungen dann mit entsprechender Gewaltandrohung zu ahnden. Ne? So, und wie gesagt, sowohl Männlein als auch Weiblein verteidigen dann ihr Revier gegenüber gleichgeschlechtlichen Artgenossen. Wenn ein Männlein zum Weiblein kommt, dann ist es ja der Sinn der Veranstaltung. Das wird dann entsprechend selbstverständlich nicht geahndet, auch wenn es dann natürlich auch zu aggressiven Auseinandersetzungen kommen kann.
wenn die beiden sich nicht mögen, beziehungsweise auch im Rahmen des Liebesspiels könnte sowas denkbar sein. Und genau das ist halt eben nicht dokumentiert. Was wir sicher wissen, ist bloß, dass irgendwo in dieser Zeit die Ranzzeit stattfindet und da Territorialität entsprechend vorliegt. So, Paarung, wie es dazu kommt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, es kann eine Weile dauern. Und wir wissen, dass das Männlein das Weiblein per Nackenbiss dann entsprechend unten hält während der Paarung, die auch ganz schön lange dauern kann. Dazu muss man dazu sagen, dass der Iltis einen Penisknochen von bis zu 5 cm besitzt und demzufolge für seine geringe Größe relativ, ne? Also, das ist beeindruckend. ja, und dann gibt es nach einer Tragzeit von 40 bis 42 Tagen Iltis-Nachwuchs und zwar viel, und zwar klein. Die wiegen 8 bis 12 Gramm, die Iltis-Nachkommen bei ihrer Geburt. Und viel heißt, naja, durchaus mindestens 4, können aber auch 12 oder auch mal 13 sein. Letzteres wird dann eng, weil so ein Iltis-Weibchen maximal 10 Zitzen hat, also 5 Paare. So, die Jungenaufzucht erfolgt dann in einem schön ausgepolsterten Nest in einer Höhle, entweder wie gesagt eben selber gegraben oder meistens von Garnickeln übernommen, und vollzieht sich recht schnell die Jugendentwicklung. Naja, der Iltis ist ein kleines Tier, da geht das dann schon relativ fix, auch wenn es ein Raubtier ist. Interessant ist, die Jungen kommen ausnahmsweise mal nicht nackt zur Welt, sondern haben bereits ein, ja, flaumiges Wollfell. Also das ist durchsichtig, das sehen sie trotzdem nackig aus, aber sie haben immerhin schon mal irgendeine Form von Behaarung und die Entwicklung vollzieht sich dann wirklich relativ flott. Bereits nach 10 Tagen, 10. und 16. Tag, sehen sie eh mehr oder weniger Iltis-mäßig aus und kriegen dann schon das dunkle Iltis-Fell. Davor sind sie so violettig. Die Iltis-Maske bildet sich spätestens am 26. Tag und dann sehen sie felltechnisch ausdifferenziert aus. Am 25. Tag geht dann der Gehörgang auf, dann können sie ihre Umwelt wahrnehmen. 37. Tag werden sie langsam entwöhnt und fangen halt an, im Nest rumzuturnen und dürfen auch mal teilweise dann vors Netz gehen, langsam. Am 38. Tag werden die Jungtiere dann völlig entwöhnt, beginnen bewegten Objekten zu folgen, und am 43. Tag sind dann die Milchzähne draußen. Da gibt es dann auch schon langsam entsprechend feste Nahrung, die Mutter ranschleift. Und sie kämpfen mit ihren Geschwistern um entsprechend die Nahrung. Am 51. Tag dürfen sie dann endgültig draußen raus, um Mäuse zu fangen. Und mit ca. 60 Tagen sind die Jungtiere körperlich mehr oder weniger ausgewachsen. Der Zahnwechsel, der letzte, vollzieht sich dann mit 70 Tagen und dann ist Schluss. Mehr oder weniger werden sie dann noch ein bisschen größer. So, die Tragzeit, die beträgt dann gerade mal 40 bis 42 Tage für sage und schreibe 11 bis 12 Jungtiere, wenn alles gut läuft. Das ist also schon relativ kurz. Dafür sind die Jungtiere dann auch entsprechend klein und haben eine hohe Jungensterblichkeit. Natürlich ist der Iltis bei dieser kurzen Tragzeit und dieser Reproduktionsrate ein typischer R-Stratege, der halt viele Jungtiere raushaut, die dann relativ hohe Wahrscheinlichkeiten haben, dass sie das Erwachsenenalter nicht erreichen. Tatsächlich beträgt die Jungensterblichkeit zwischen 70 und 90%, aber das ist schon recht heftig. Wenn sie aber erstmal geboren sind, wiegen sie 7 bis 12 Gramm und werden dann entsprechend von Mutter gesäugt, versorgt und so weiter, haben auch wiederum eine relativ schnelle Jugendentwicklung, das geht recht fix. Mit 43 Tagen sind schon mal die Milchzähne draußen und dann kurze Zeit später können sie dann auch vor dem Bau eben entsprechend anfangen, so die ersten Jagdversuche sozusagen zu starten. So alt werden schon viele Jungtiere entsprechend eben nicht, weil sie doch wirklich recht empfindlich sind, einfach auch aufgrund ihrer geringen Größe, ihres geringen Gewichts. Und Iltisse ziemlich viel mit Krankheiten auch entsprechend zu tun haben, weil sie nämlich sämtliche Parasiten abbekommen, die in ihrem riesigen Beutespektrum vorkommen. Ja? Mäuseparasiten, Krötenparasiten,
Karnickelparasiten, andere Parasiten. Also dazu kommen wir aber gleich noch. Aber daraus ergibt sich auf jeden Fall auch eine Erklärung für die hohe Jugendsterblichkeit. Bis zum 70. Tag ist der komplette Zahnwechsel abgeschlossen und sie haben das adulte Gebiss. Und im Alter von 3 Monaten sind sie dann endlich ausgewachsen, die Jungtiere. Das ist doch recht fix. Sie sind allerdings noch nicht geschlechtsreif. Geschlechtsreif erreichen sie dann meistens erst mit einem Jahr, werden aber im ausgewachsenen Zustand auch quasi sofort von der Mutter verstoßen und müssen selber irgendwie gucken, wie sie klarkommen. Und deswegen, bis sie ein Jahr erreichen, ist halt eben die Chance, dass sie das gar nicht erst schaffen, so zwischen 70% und 90% eben je nach Population, je nach Lebensraum. Wenn sie dann mal ein Jahr alt sind, dann ist die Chance, dass sie ein zweites Jahr erleben, 50%. Und wenn sie das geschafft haben, ist die Chance, dass sie alt werden, relativ hoch. Ne? Sobald man mal ein bisschen Erfahrung zusammen hat und sich auskennt mit dem Iltis-Dasein, dann iltist sich's ganz gut. so viel zum Thema Fortpflanzung. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Vielleicht noch spannend. Freilebende Iltisse können etwa 7 Jahre alt werden. Das wäre dann ein ziemlich alter Iltis. Wenn er 2 Jahre geworden ist, ist die Chance, dass er 7 Jahre wird, allerdings gar nicht mal so niedrig. Ne? Also nur, dass er halt 2 Jahre alt wird, das ist äußerst unwahrscheinlich und kommt halt doch recht selten vor. Damit gibt es also eine Gesamtsterblichkeit, die sehr, sehr, sehr hoch ist. Nicht mehr dann bei den adulten Tieren. In Haltung, also sprich unter optimalen Lebensbedingungen, wo sie auch nicht ganz so viele Parasiten abbekommen, können sie dann also quasi bis 14 Jahre alt werden. Ein stattliches Alter für ein so kleines Tier ist das eigentlich außerhalb der entsprechenden Regel, bei der man davon ausgeht, dass Säugetiere, je kleiner sie sind, umso kürzer leben. Und da ist der Iltis definitiv schon eine Ausnahme, dass der trotz seines geringen Gewichts 14 Jahre werden kann. Rein von der Biologie. Parasiten und Krankheiten, machen wir es kurz, ich habe es ja schon angedeutet. Das Problem ist, dass der Iltis ja wirklich alles futtert, was er finden kann, also auch Schnecken. Diverse Kröten, diverse sonstige Amphibien, Kaulquappen, wenn er sie rauswischen kann. Wenn er mal findet irgendwo auch was Fischiges, was Wurmiges, Regenwürmer, Mäuse, die ja auch gerne mal diverse Parasiten beherbergen und Krankheiten übertragen, Ratten, Bisamratte, lauter so Viecher, von denen man eigentlich ziemlich überzeugt sein darf, dass die zu essen, so rein aus gesundheitlichen Gründen vielleicht keine so gute Idee ist. Und all sowas holt sich der Iltis. Und deswegen hat der Iltis wirklich eine Vielzahl von Parasiten. Man findet bei fast jedem Iltis, den man irgendwo findet, irgendwelche endogenen Parasiten, sprich irgendwelche in der Lunge. Das ist nahezu bei fast 90% aller Tiere haben die irgendwelche Lungenwürmer. Darmparasiten, am besten gleich noch verschiedene. Außerdem ist der Iltis hochanfällig für Zecken. Das ist allerdings bei jedem warmblütigen Säugetier, also bei jedem Säugetier, die im Wald unterwegs sind, im Wald und Flur, die sind alle anfällig für Zecken. Das ist klar, wir ja auch. Also da hängen viele, insbesondere im Gesichtsbereich, die armen Iltisse. Und dazu halt noch diese ganzen zig verschiedenen Bandwürmer und Lungenwürmer, Nematoden vor allen Dingen, werden sie viel von befallen. Irgendwelche Insektenlarven können sich teilweise auch im Iltis entsprechend antreffen. Im Bereich des Schädels gibt es lustige Parasiten, die Trematode zum Beispiel, Troglotrema actum, erlebt in den Nasenschleimhäuten des Iltis und zerstört durch seine häufigen Ortswechsel die Knochen im Bereich der Nasen- und Stirnbeins. Das wird eklig, Achtung. Ein Befall mit Troglotrema actum ist leicht durch einen perforierten Schädel des Iltis dann entsprechend zu erkennen. Also beim toten Iltis natürlich. Durch diese Trematode entwickelt sich über die Zwischenwirte Wasserschnecken und Frosch. Ne? Also die Wasserschnecke, die sind eigentlich ursprünglich befallen. Der Frosch holt sich gegebenenfalls die Wasserschnecke oder hält sich in der Nähe der Wasserschnecke auf und infiziert sich dadurch. Und der Frosch wird dann vom Iltis gefuttert. Und dann haben wir das Problem auch schon, weil der Iltis halt alles futtert, was irgendwie zu kriegen ist. So,
Jagd auf Iltis wäre eigentlich ein Thema, wenn es noch eine Rolle spielen würde. Die Jagdstrecken sind inzwischen ja so gering, dass man da wirklich jetzt nicht mehr groß drüber reden muss. Außerdem kommt noch erschwerend dazu, der Trend geht wirklich ganz eindeutig gegen eine weitere Bejagung vom Iltis. Und auch das, was bisher jetzt gejagt wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten eher, sind mehr so Zufallsabschüsse. Ne? Dass der Jäger halt auf dem Hochsitz hockt und wartet eigentlich auf was Richtiges in Anführungszeichen. Das Einzige, was vorbeikommt, ist ein Iltis. Ja, und bevor man jetzt gar nichts schießt an dem Abend, dann schießt man halt mal den Iltis. So. Und das ist natürlich aus meiner Sicht wirklich bedauerlich, weil ursprünglich sollte Iltis geschossen werden zum Niederwildschutz, also sprich zum Schutz von Karnickeln. Da Karnickel aber keinen Schutz bedürfen, ist das ein bisschen für einen Eimer. Dann kann man jetzt noch sagen, zum Schutz vom Feldhasen. Der Feldhase ist aber deswegen in seinem Bestand durchaus nach wie vor nicht besonders, sagen wir mal, stabil, weil der Lebensraum fehlt und das Hauptproblem ist. Der Iltis ist bestimmt nicht der Grund, weshalb es dem Feldhasen dann irgendwie schlecht geht. Oder falls mal Karnickel irgendwie knapp werden sollten, ist der Iltis auch mit Sicherheit nicht der Grund, sondern auch wieder Lebensraumverluste. Heißt, Thema Jagd, nach und nach läuft das wirklich aus und im Grunde, meiner Meinung nach, müsste man ihn gar nicht mehr zum jagdbaren Wild hinzuziehen bzw. zählen, aber meine Meinung interessiert ja niemanden, der diesbezüglich irgendwelche Gesetze verändern kann oder möchte oder soll. Also wir können das einfach relativ entspannt beobachten und warten, bis das Ganze ausläuft. So, und damit Artenschutz. Wie geht es denn der Iltis-Population in insbesondere Deutschland? Naja, offiziell ist er nicht geschützt. Er ist auch auf keiner, meines Wissens, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, stand er jedenfalls auch nicht irgendwie drauf oder ich habe ihn völlig übersehen, ist er auch nicht auf der roten Liste, dass er in irgendeiner Form vom Aussterben bedroht wäre. Aber man kann leider vermuten, und es gibt so erste Anzeichen, leider keine genauen, konkreteren, dass die Iltis-Population schon zurückgeht. Der wird also schon definitiv seltener, was natürlich zum einen hauptursächlich sicherlich auf den Verlust geeigneter Lebensräume zurückzuführen ist, weil Amphibien werden seltener, weil die weniger Lebensräume haben. Damit kriegt der Iltis weniger von seinem Hauptfutter. Also macht das natürlich gleich mal schwieriger und für den Iltis-Lebensraum selbst so strukturreiche Kleinstlebensräume mit vielen verschiedenen Biotoptypen musst du auch erstmal irgendwo noch finden. Insbesondere in großen Landwirtschaftsgebieten wird das verdammt schwierig. Da ist ja wirklich nur Feld, soweit das Auge reicht und keine Hecken dazwischen. Und Hecken braucht er ja und keine Bächlein und Gräbelchen dazwischen. Das braucht er. Oder ein Waldrand, das braucht er auch. Und dass dann wirklich mal alles zusammenkommt, was der Iltis braucht, wird zunehmend seltener. Also Iltis-Lebensraum dürfte wirklich immer schwieriger zu finden sein, abseits der größeren Zivilisationsgebiete. Und ein bisschen Nähe zum Menschen tut dem Iltis andererseits ja auch wieder gut, weil er ja gerne in Scheune, Dachboden, Hütte, sonst was entsprechend überwintert. Ja, es ist schwierig zu sagen, inwiefern das jetzt wirklich die Population entsprechend beeinflusst. So, und dann kommt noch erschwerend dazu, zweiter großer Faktor, der die Iltis-Population ein bisschen gefährdet aus meiner Sicht, dass der Iltis als ausgesprochener, ich fress alles, was ich kriegen kann, Lebensform und gleichzeitig aber am Ende der Nahrungskette steht, durchaus prädestiniert ist als so eine Art Abfalleimer für sämtliche Schadstoffeinträge ins Ökosystem. Die werden ja erstmal von den Pflanzen aufgenommen. Irgendwelche Pflanzenschutzmittel zum Beispiel. Ne? Kriegen erstmal die Pflanzen ab. Gehen daran auch zugrunde. Was von den Pflanzen übrig bleibt, ist ja immer noch eine gewisse Biomasse, die dann gegebenenfalls von irgendwelchen Schnecken oder Kriechtieren oder sonstigem Zeug, was da unterwegs ist, dann auch wieder irgendwie aufgenommen wird. Und dann kriegen die ganzen Gifte ab. Die Menge ist relativ gering. Wahrscheinlich, die dann in einem einzelnen Kriechtier, was da rumgekrochen ist, entsprechend akkumuliert wurde. Aber jetzt kommt unser Iltis und der frisst jede Menge von den entsprechenden Viechern, die da rumgekrochen sind. Und jedes Mal nimmt er ein ganz kleines bisschen mehr von den entsprechenden Giftstoffen zu sich.
da er ein deutlich längeres Leben führt als die meisten Schnecken, die da beispielsweise durch die Pestizide gekrochen sind, würde er da immer mehr von akkumulieren, bis sein Leben dann halt irgendwann mal zu Ende ist. Und je nachdem, wie viele Giftstoffe da jetzt gerade im Ökosystem unterwegs sind, erhöht das nun wirklich nicht die Lebenserwartung vom Iltis. Außerdem kann das unfruchtbar machen, das passiert wohl relativ häufig, womit dann die Reproduktion sich wieder erledigt hat. Und das ist ja das zentrale Ziel eines jeden wildlebenden Organismus, dass er sich irgendwie fortpflanzen kann. Macht saumäßig schwierig, wenn die Reproduktion nur so halb geschädigt ist oder die ganzen Pflanzenschutzmittel auch irgendwelche Mutationen im Erbgut zur Folge haben, werden gegebenenfalls sogar an die Folgegenerationen irgendwelche Krankheiten und Mutationen weitergegeben, die nicht gerade die Iltis-Population besonders gesund erhalten. Also von sämtlichen Tierarten, von denen wir bisher geredet haben, ist der Iltis wirklich so mit am empfänglichsten für irgendwelche Umweltgifte und Chemikalien, die einfach eben in die Landschaft eingetragen werden. Das kann wirklich alles Mögliche sein, aber vor allen Dingen sind es eben Dünger, Pflanzenschutzmittel, vor allen Dingen letztere und ja auch alle anderen Formen von Pestiziden und Streusalz allein ist auch schon so ein Faktor, der teilweise ja auch noch irgendwelche chemischen Reaktionen im Boden mit anderen Stoffen auslösen kann, die dann wieder von irgendwelchen bodenlebenden Tieren wie dem Regenwurm aufgenommen werden können und auch sowas kriegt dann wieder der Iltis ab. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig und ich denke, dass das wirklich neben der Lebensraumzerstörung so der Hauptfaktor sein wird, weshalb unsere Iltis-Population durchaus mit einer gewissen Sorge betrachtet werden darf. Definitiv, bin ich mir ganz sicher, dass es da nicht ultimativ gut aussehen kann. Andererseits, der Hoffnungsschimmer wiederum ist, dass der Iltis mit seiner enormen Anpassungsfähigkeit, was strukturreiche und verschiedenartige Lebensräume angeht, auch irgendwann als Stadt-Iltis sicherlich eine Möglichkeit hätte, so sein Leben zu fristen. Weil zum Beispiel Ratten er ja gut verzehren kann, die ebenfalls beim Menschen leben, Mäuse, die beim Menschen leben. Ja, es gibt halt nicht viele Amphibien, die beim Menschen leben. Aber ein Meer auf Kleinnager, entsprechend spezialisierter Stadt-Iltis, der irgendwie in großen Kanalisationsgegenden und so weiter und so fort sein Unwesen treibt, das könnte man sich irgendwie vorstellen. Ich weiß auch nicht, inwiefern es das jetzt schon gibt. Der Iltis ist einfach keine super gut untersuchte Tierart. Es gibt keine Kohle für Untersuchungen am Iltis. Das interessiert kein Mensch. Der ist wirtschaftlich in keinster Weise irgendwie nützlich. Aber, anderer spannender Gedanke, er könnte es ja sehr wohl sein. Wenn man irgendwo in irgendwelchen städtischen Gebieten oder ländlichen, halb ländlich, halb städtischen Gebieten wirklich mal größere Probleme mit irgendwelchen Nagetieren hätte, größerer Art, also auch Bisamratte oder ähnliches, die die Deiche unterhöhlt und all sowas, warum in diesem Gebiet dann nicht spaßeshalber so machen wie Kaiser Augustus damals und zur Rettung der Überpopulation an fiesen kleinen Nagetieren den Iltis losschicken, ne? Hat bei Kaiser Augustus scheinbar in irgendeiner Form funktioniert. Oder zumindest hat man es versucht. Und die Inseln gibt es ja heute noch. Die Inseln sind also nicht untergegangen. Also vielleicht hat der Iltis dazu beigetragen, die Inseln zu retten. Bestimmt. Ja, nee, das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Aber es gäbe Potenzial, wirklich den Iltis als Nutzling sozusagen, gerade in unsere stadtnahen Stadtökosysteme vielleicht zu integrieren. Da sollte man mal drüber nachdenken. So, und worüber wir jetzt noch nachdenken müssen, ist die eingangs gestellte Frage mit den Wildtieren, die näher gekommen sind, um sich den Iltis mal genauer anzugucken, wenn Mensch mit Iltis entsprechend im Wald unterwegs ist. Ist das Neugier? Und ich denke tatsächlich, ja, wahrscheinlich schon. Wir wissen es ja kaum, was abseits des üblichen Verhaltens, abseits des täglichen Nahrungserwerbs und des Kampfes ums Überleben bei den Tieren in den Köpfen so vorgeht. Was machen die eigentlich in ihrer Freizeit? Und bei denen man es wirklich mal ein bisschen beobachten kann und auch was Leute berichten, die engere Beziehungen zu intelligenteren Wildtieren aufgebaut haben,
kann man ja wirklich oft hören, dass die wirklich der völligen Überzeugung sind, dass die Tiere in irgendeiner Form denken, und man kann es ja wirklich inzwischen auch sicher sagen, dass sie auch gewisse Freizeitaktivitäten durchführen und nicht alles, was sie immer nur tun, immer nur der Reproduktion oder der eigenen Nahrungsversorgung dient, sondern die haben schon hin und wieder mal Zeit für Blödsinn und für Dinge, die jetzt nicht unbedingt wirklich irgendeinen Nutzen haben, den man so konkret festmachen könnte. Und da einer der Tiere, die zu Besuch gekommen sind, der Fuchs gewesen sind und beim Fuchs so ein Verhalten wirklich hervorragend dokumentiert ist, kann ich also zumindest zum Fuchs sagen, der war mit Sicherheit neugierig und wollte wissen, was ist denn das für ein komisches Gespann. Kaum ein Tier in unseren Wäldern ist so schlau wie ein Fuchs, insbesondere wenn es ein älterer Fuchs ist, und das könnte dann in diesem Fall dann durchaus einer gewesen sein. Und deswegen ist der ja so schlau und ist so erfahren und ist so anpassungsfähig, weil er unglaublich neugierig auch ist und es sein muss, um halt all die Dinge zu lernen, die er lernen muss, damit er weiterhin eben dann doch im Endeffekt eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit dann hat. Also ich könnte mir das nicht anders vorstellen, dass das gewesen ist. Und auch beim Reh, das kann ja durchaus ein altes Reh gewesen sein. Habe ich neulich erst lange drüber nachgedacht. Bei Rehen muss man ganz stark unterscheiden. Hat man es mit dem üblichen sehr jungen Reh zu tun? Rehe haben auch eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 1,5 Jahren. Ne? Die werden selten alt. Und diese jungen Rehe, die werden damit beschäftigt sein, am Leben zu bleiben. Ne? Völlig zu Recht, damit sie dann mal irgendwann eine Chance haben, alt zu werden. Ist ein Reh allerdings mal älter, und die können durchaus ordentlich alt werden, für 14 Jahre teilweise sogar, natürlich nur in Gefangenschaft, aber auch in freier Wildbahn kann so ein Reh durchaus mal 10 Jährchen alt werden. Und wenn das jetzt mal angenommen ein 7-jähriges Reh gewesen ist, dann hat das schon viel gesehen, ist deswegen so alt geworden, weil sich es gut an seinen Lebensraum hat anpassen können, und dafür musste es Dinge lernen, und das muss es auch heute noch, und damit macht es weiter. Und damit, dazu gehört auch wieder eine ausgesprochene Neugier. Und ich kann aus meinen bisherigen Rehbegegnungen immer mal so ein bisschen ablesen, wenn mal ein Reh stehen bleibt und einem entgegenguckt und schaut, was bist denn du für einer? Und wenn man dann das Glück hat, ein Fernglas zum Beispiel dabei zu haben oder eine Kamera mit Teleobjektiv oder irgendwas in der Richtung und guckt sich das Reh mal genauer an und stellt fest, wenn es zum Beispiel ein Bock ist, er hat eine Brille auf, weiße Rinne um die Augen und generell ein relativ helles Gesicht, so leicht gräulich, gilt auch für die Damen, die haben zwar keine Ringe, keine Brille da auf, das kriegen Damen typischerweise nicht, aber auch bei den Ricken wird das Gesicht, wenn sie älter werden, immer gräulicher. Also je heller das Gesicht, grob, ganz grob, ne? Man kann zumindest ein junges von einem sehr alten Reh dann ganz gut unterscheiden. Und wenn man das dann sieht, dass es so ein Reh ist, dann würde das ja auch wieder die Theorie bestätigen, das muss so eins dieser weisen Rehe sein. Das klingt jetzt erstmal blödsinnig, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass es das gibt. Tiere, die viel, viel, viel älter als die durchschnittliche Lebenserwartung ihrer Population sind, die müssen in irgendeiner Form eine Insider-Information haben. Ne? Und müssen neugierig sein. Und wenn die dann vorbeikommen und schauen, ist das erstens eine sehr, sehr schöne Tierbegegnung, wie ich finde. Und wer weiß, vielleicht haben sie da doch noch irgendeine Insider-Information, die sie mit uns teilen wollen, und wir verstehen sie bloß nicht. Wer weiß, kann man ja mal sich entsprechend Gedanken drüber machen. Aber ein anderer Grund als Neugier fällt mir nicht ein. Theoretisch wäre beim Fuchs noch zu erwähnen, als potenzielle Möglichkeit, dass der Fuchs den Iltis hätte mampfen wollen, weil Iltisse werden schon mal hin und wieder mal vom Fuchs erlegt. Das sind aber auch eher so Zufallsbegegnungen, wo sich Fuchs und Iltis durch irgendeinen dummen Zufall wirklich viel zu nahe gekommen sind und der Fuchs gerade nichts Besseres zu tun hat, der so ein Iltis durchaus wehrhaft ist, wie wir ja auch in unserer kleinen Geschichte am Anfang gehört haben, wird das der Fuchs nicht oft riskieren, den Iltis anzugreifen. Ne? Ich meine, so ein Fuchs, der wiegt ja selber auch, wenn es ein großer Fuchs ist, mal vielleicht 4 Kilo. So ein Iltis-Männchen, wenn es ein großes ist, wiegt 2 Kilo. Ist zwar nur halb so schwer, aber durchaus in der Lage, auch mit den scharfen Raubtierzähnen einem Fuchs ernsthaften Schaden zuzufügen. Ne? Also da hat er nichts von, wenn der auf Iltis entsprechend losgeht. Das kann zwar mal passieren, ist aber doch vergleichsweise unwahrscheinlich. Was eher als natürlicher Feind des Iltis in Frage kommt, sind große Raubvögel. Ja, die können sich so ein Iltis vergleichsweise problemlos holen, der hat auch keine Chance, sich dann groß zu wehren. Das ist wahrscheinlich von den natürlichen Feinden die Haupt,
Hauptfeindesquelle. Auch ein Wolf kann theoretisch mal auf so ein Iltis losgehen und es könnte potenziell auch, man weiß es aber nicht gut, ist nicht kaum dokumentiert sein, dass ein Iltis im Bau von einem Dachs Probleme mit dem Dachs bekommt. Die sind zwar verwandt, sind beides Marder, aber so ein Dachs ist halt nochmal eine ganz andere Kategorie als so ein oller Iltis. Ein Dachs wiegt bis zu 15 Kilo, ne? Sogar auch mal 16 Kilo hat man wohl auch schon gefunden. Also das ist eine ganz andere Kategorie als unser maximal 2 Kilo Iltis. Mhm. Jo, mehr fällt mir dann aber auch nicht mehr ein zum Iltis. Dann haben wir den jetzt auch mal. Tolle, sauspannende Tierart. Und der übliche Ausspruch stinkt wie ein Iltis. Nochmal ganz zum Schluss als Haupteigenschaft vom Iltis, die viele Leute im Hinterkopf haben, wenn sie über den nachdenken. Der stinkt nicht automatisch zwingend. Wurde ja auch in unserer Geschichte dann besser mit dem Geruch, als man ihn dann artgerecht gehalten hat, sozusagen. Sondern im Wesentlichen dann, wenn er aufgeregt ist, gibt er eben dieses Sekret ab. Wenn er Angst kriegt, gibt er dieses Sekret ab. Und ja, auch zu Verteidigungszwecken kann er das auch auf Leute spritzen, die dann da entsprechend ihm zu nahe kommen und so weiter. Da habe ich auch mal von meinem Vater eine entsprechende Geschichte gehört, als der wieder im Gelände unterwegs war. Und also im Mooren vor allen Dingen war er immer unterwegs beruflich und hat wohl auch mit einem Kollegen, der da eben entsprechend Iltis entdeckt hatte, diese Erfahrung gemacht, weil der Herr Kollege ist dem Iltis zu nahe gekommen. Der Iltis hat ihn dann mit einem Sekret entsprechend bespritzt, den Stiefel wohlgemerkt. Und das muss wohl derartig furchtbar gestunken haben, dass sie den Stiefel im Wald selbst entsorgen mussten, weil es unmöglich war, diesen Herrn Kollegen da im Auto dann wieder mit in die Zivilisation mitzubringen. War nicht so schlimm, war nur irgend so ein relativ einfacher Arbeitsstiefel. Jetzt also nicht mit einem teuren, modernen Trekkingstiefel zu vergleichen, aber muss wohl wirklich furchtbar stinken, dieses entsprechende Stinksekret vom guten Iltis. Das war's, den haben wir jetzt durch. Ich wünsche frohes was auch immer und bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht betüxen, ganz wichtig. Immer dran denken, nicht machen.